Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Es geht weiter mit dem leidigen Thema Bedürfnisbefriedigung. Das sieht zwar aktuell alles noch ganz gut aus, aber ich habe mal nachgesehen, ich habe da schon noch ein paar weitere Probleme. Also Kaffee, Rum, Schokolade, das sollte jetzt erstmal laufen. Dauert natürlich einen Moment, bis das hier auch wirklich so einen richtigen Effekt zeigt. Aber so langsam aber sicher füllen sich die Bestände wieder. Und wenn die hier in Giesing, also in der alten Welt, wirklich bis unter das Dach wieder gefüllt sind und die Lagerbestände hier einfach ordentlich zugenommen haben, dann werde ich nochmal eine weitere Route einrichten und den Überschuss halt einfach nach Crown Falls weiter zu transportieren. Ich glaube, das ist jetzt gar kein so schlechter Plan, das hier quasi alles über Giesing so als Verteilerzentrum laufen zu lassen und dann langfristig den Rest, den Überschuss halt nach Crown Falls. Und dann Crown Falls eben auch noch ordentlich voll pumpen mit all diesen Sachen, damit wir dort dann mittelfristig die Insel mal erweitern können. So, nächstes Problem, was auf mich zukommt, ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die Fleischkonserven. Da ist Paprika ziemlich am Ende. Rindfleisch nimmt auch stark ab, also da muss ich auf jeden Fall entgegenwirken. Beim Rum, das hat gut angezogen hier, also haben wir schon wieder über 500 Einheiten eingelagert und das nimmt zu. Und aber ich würde sagen, wir machen mal mit den Fleischkonserven weiter. Und das hier wird auch noch ein Problem werden. Die Pelzmäntel. Felle sind genügend vorhanden. Und da müssen wir vielleicht tatsächlich auch nochmal mit der Baumwolle hier ein bisschen nachbessern. Aber wir machen mal mit Fleischkonserven weiter, weil das bietet sich gerade an. Das wird relativ simpel zu lösen sein. Denn ich hatte doch hier drüben... Ich weiß gar nicht, wann ich das hier gemacht habe. Und ich glaube, das ganze Zeug wird gar nicht abtransportiert hier. Aber ich hatte hier schon mal ein paar weitere Rinderfarmen hingestellt. Praktischerweise gibt es hier auch Paprika-Fruchtbarkeit. Praktischerweise haben wir hier genügend Baumaterialien vorhanden, damit wir hier noch ein paar Plantagen hochziehen können. Und praktischerweise haben wir auch noch genügend Arbeitskraft übrig. Ein weiteres Handelsschiff habe ich schon in Auftrag gegeben. Also das heißt, wir kriegen das Zeug dann auch gleich abtransportiert hier. Und können das Problem relativ easy, glaube ich, gelöst bekommen hier. Dann gönnen wir uns doch hier einfach an der Stelle ein paar Paprika-Farmen. Lagerhäuser sind vorhanden. Hier drüben steht eins und hier steht eh auch nochmal eins. Dann werden wir hier noch ein paar Farmen ansiedeln. Und das sollte das Problem relativ zügig dann in den Griff bekommen. Bevor es wirklich ein Thema wird. Ja, ich habe halt also um solche Sachen wie zum Beispiel die Fleischkonserven habe ich mich halt einfach seit einer halben Ewigkeit nicht gekümmert und jetzt so langsam bin ich halt an den Punkt angekommen, dass diese ganzen Sachen problematisch werden. Deswegen ist es halt eine never ending story, wenn die Bevölkerung wächst. So, 5 weitere Farmen, dann stellen wir noch eine 6. hin. Weil auch hier ist halt, also ich möchte all diese Probleme direkt auch langfristig lösen. Und mich so schnell um diesen ganzen Kram nicht mehr kümmern müssen. Genau das gleiche Spiel wie mit Rum und Kaffee und so weiter. So, dann machen wir hier vielleicht noch eine Querverbindung, kann nicht schaden. Dann Schiff ist fertiggestellt. Ich nehme mal an, das war der Clipper. Und deswegen richten wir jetzt direkt hier nochmal eine neue Route ein. So, auf welche Insel sind wir denn? Breadcaster. Route einrichten. Einmal von hier nach da. Und dort transportieren wir dann... Ich habe hier so viel Paprika. Ich habe hier schon mal Paprika-Farmen aufgestellt. Scheiße, habe ich auch total übersehen. Das war halt mal irgendwann der Plan. Und dann habe ich es wieder vergessen. Das alte Problem. So, dann machen wir aber hier gleich Maximum. Paprika, noch mehr Rindfleisch einladen, in Giesing entladen, Route fertigstellen und dann schauen wir mal, der Clipper müsste ja fertig geworden sein, denke ich mal. Und dann kriegt er natürlich auch bei der Gelegenheit direkt noch eine weiße Flagge, bevor er auf die Handelsroute geht. Und hier habe ich jetzt auch nochmal so eine Great Eastern in Auftrag gegeben. Ich werde sicherlich nochmal ein weiteres Handelsschiff brauchen, um dann langfristig eben auch diese ganzen... Die Waren, die ich jetzt hier nochmal versuche, wirklich in großer Zahl zu produzieren und eben auch die Sachen, die jetzt dann neuerdings wieder in größerer Anzahl importiert werden, die muss ich ja dann auch noch einfach weiter transportieren nach Crown Falls, wenn sich die Bestände hier erholt haben. Ah, es ist schon ganz schön runtergegangen jetzt hier, die Fleischkonserven. Okay, weiße Flagge. Habe ich noch eine übrig? Ich hoffe doch. So,
Sonst musste jetzt... Ja, okay, habe ich gerade keine übrig. Da musste er einfach ohne auskommen. Ist ja auch nicht dramatisch. Dann packen wir den mal auf die Handelsroute. Wie heißt er denn? Lalibella. Dann kommt der hier drauf. So. Mann, Mann, Mann. Total völlig vergessen, dass ich hier schon die ganze Zeit... Wo sind denn dann eigentlich die Paprika-Farmen? Ach, hier drüben. Ja, verdammt. Ich weiß gar nicht, wann das war. Möglicherweise, als der Krieg ausgebrochen ist. Weil hier hatte ich ja auch nochmal was angezapft. Eine Kohlemine. Eine Köhlerei. Und eine Kupfermine. Das scheint aber schon abtransportiert zu werden. Also hier läuft schon irgendwie eine Handelsroute hin. Welche ist das denn? Bradcaster, richtig? Genau. Das würde mich jetzt mal interessieren. Die hier. Ah, Kupfer und... Ah, den einfach mit einem kleinen... Mit einem Schoner. Ha. Und warum ist da noch die dritte Insel mit drauf? Ach, da habe ich mich, glaube ich, dann dagegen entschieden. Okay, können wir das mal so machen. Das bringt ja nichts, dass der hier oben auch noch hinschippert. Interessant. Aber die Kohle, da habe ich mich noch nicht drum gekümmert, dass die hier abtransportiert wird, oder? Bradcaster. Ach, totaler Blödsinn, was ich da gemacht habe. Dann sollte ich aber diese Route, die ich hier angelegt habe, wo nur Zink und Kupfer transportiert wird, einfach durch ein größeres Schiff bestücken und den Rest hier auch noch abtransportieren lassen. Die ganze Kohle, die sich dort angesammelt hat, dann bestellen wir direkt nochmal einen Clipper. Ja, die Clipper finde ich halt relativ sinnvoll. Die haben einfach, die kosten nicht so viel. Nur 2 Einflusspunkte, habe aber dafür 4 Frachtplätze. Das ist schon in Ordnung. Na schön, dann sollte das aber das Problem mit den Fleischkonserven auf jeden Fall recht zügig lösen. Wenn man das ganze Zeug jetzt einfach abtransportiert bekommt, dann passt das schon. Muss ich, glaube ich, gar nicht mehr draus machen. Also, das sollte schon passen. So, weiße Flaggen sind mir ausgegangen. Deswegen schick mal den Heini direkt mal wieder zum Händler. Der soll direkt mal wieder ein bisschen nachkaufen. Einzig die Öltanker kann man halt nicht ausstatten mit weißen Flaggen. Aber sonst kann ich meine komplette Handelsflotte damit ausstatten. Das ist natürlich schon ganz cool. Und was wir ewig schon nicht mehr gemacht haben, einfach mal ein paar Aufgaben lösen, oder? Kommt auch regelmäßig in den Kommentaren. Wir schauen uns mal ein bisschen um, was hier so geboten ist. Eine Wimmelbildaufgabe. Ewig nicht mehr gemacht. Und ich glaube, ein bisschen einfach so einen kleinen Rundgang und mal ein bisschen spazieren gehen sollten wir auch mal wieder. So, Schweine auf der Flucht. Klingt ja ganz hervorragend. Finden und holen Sie die Schweine der Bäuerin. So, kann ich das jetzt nicht eingrenzen? Oder sind die direkt hier irgendwo unterwegs, die Schweine? Sieht irgendjemand Schweine? Ich habe jetzt schon mal die Schnauze voll von der Wimmelbildaufgabe, ehrlich gesagt. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Aber ich kann das nur... Normalerweise kann ich es doch eingrenzen, oder? Ja. Na gut, wir machen einfach einen kleinen Spaziergang. Hier befindet sich diese Gruppe. Da habe ich die Aufgabe bekommen, dann können doch die Schweine nicht so weit sein, oder? Da ist auch schon wieder Party. Was ist das für ein Fest? Ach, der Karneval. Ach, schau an. Ja, dann passt das doch. Dann gehen wir hier einfach ein bisschen spazieren. Vielleicht finden wir die Schweine nebenbei auch noch. Piggy, Piggy, Piggy. Also im Partyfeiern sind sie wirklich gut. Das muss man sagen. Also selbst in den tiefsten Kriegszeiten, wo wirklich auch Mangel geherrscht hat und Schlachten einfach an der Tagesordnung waren, die haben immer Party gemacht. Bierfest, städtischer Karneval, you name it, alles Mögliche. Das war denen völlig egal. Ich glaube, da kann auch die halbe Stadt in Flammen stehen und irgendwie fiese Epidemien ausgebrochen sein. Nahrungsmangel, die werden immer Party machen, die Leute. Drücke, Bär.
Drückeberger. Erwarten Sie keine Gefallen mehr von mir. Was war das denn? Drückeberger? Ach so, der hat mir jetzt tatsächlich in der Zwischenzeit eine Aufgabe angeboten und ich habe das nicht mitbekommen. Schade eigentlich. So, aber ich würde trotzdem ganz gerne hier nochmal schnell die Schweine finden. Kriegen wir das noch hin? Sonst nehmen wir einfach irgendeine andere Aufgabe. Aber ich habe einfach ewig keine Aufgaben mehr gemacht. Wo war das denn jetzt? Hier irgendwo. Das sind keine Schweine. Ist mir aber... Was sind das denn für Tiere? Was läuft denn da durch die Gegend? Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Sind das Rinder? Bringen Sie die zum Schlachter, kann das sein? Nee, eigentlich nicht, oder? Der Fluss sieht einladend aus. Ist mir noch nie aktiv aufgefallen, ehrlich gesagt. So, aber die Aufgabe... Das war doch hier irgendwo. Genau, da ist doch die Gruppe, die mir den Auftrag gegeben hat. Können auch die Schweine eigentlich nicht so weit sein. Und die sind doch auch immer so leicht blau umrandet, die Sachen, die man finden muss. Ich habe einfach ewig keine Wimmelbildaufgabe mehr gemacht. Echt schon lange her. Ja, wenn die halt jetzt hier irgendwo im Dickicht unterwegs sind, was ja theoretisch auch sein kann, da laufen ja auch Leute durch die Gegend. Ist ja aussichtslos, die Schweine zu finden hier. Ich glaube, ich spare mir das einfach. Und um die Belohnung geht es ja sowieso nicht. Ich meine, die Belohnungen sind alle witzlos. Nee, komm, das schenken wir uns. Nee, was mir auch gerade einfällt... Was ich auch schon seit ewigen Zeiten mal machen wollte, mir diese anderen Items mal so ein bisschen anschauen. Was haben wir denn hier eigentlich noch alles? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier also so für Items in den Handelskammern, in der Hafenmeisterei und so weiter alles drin habe. Die habe ich da vor ewigen Zeit mal reingestopft und ich muss feststellen, so geil sind die Sachen auch nicht, die hier drin sind. Die können wir zum Beispiel mal rausschmeißen, hier die Reiseveranstalterin. Plus 20 Attraktivität, mehr Besuche plus 7, da haben wir doch was Besseres. Ja, aber hallo. Die Promoter der Extraklasse. Was will er denn? Nicht Angriffspakt. Wozu? Und er will noch Geld dafür. Kannst du total vergessen. Du kannst mir, wie gesagt, kannst mir gerne den Krieg erklären. Wir werden schon sehen, was du davon hast. Okay, aber ansonsten haben wir hier jetzt nicht unbedingt bessere Items. Oder ja, doch den Hafenkran. Den können wir hier auch noch reinschmeißen. Interessant wird es aber, glaube ich, dann eher so bei den, Rathaus- und Handelskammergeschichten. Wo haben wir denn die Rathäuser? Da habe ich doch auch mehrere. Ah, wie sehen denn die nochmal aus, die Rathäuser? Boah. Rathaus. Okay, 1, 2, 3 Rathäuser. Sehe ich das richtig? Ja, die sollten sich dann halt schon lohnen, weil ich meine, die kosten immerhin, ich glaube, 20 Einflusspunkte, oder? Ja, genau. Also haben wir hier 60 Einflusspunkte auf der Insel, allein durch die Rathäuser. Wo ist es denn jetzt? War doch hier irgendwo mittendrin. Marktplatz, Feuerwache, Rathaus. Was haben wir denn hier drin? Ein grünes Item, seriously. Zusatzeinkommen plus 5 und plus 5 Zufriedenheit. Da sollte doch auch ein bisschen mehr drin sein. Zufriedenheit plus 10, Einkommen pro Haus plus 10, Aufstandsgefahr minus 50. Ja gut, Einkommen ist halt jetzt nicht so das Thema, oder? Da sind wir immer noch bei plus 114.000. Das scheint mir das hier schon besser zu sein. Zusatzversorgung. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Clubhaus erfüllt ist. Erhalten Zigarren. Clubhaus haben wir hier auf jeden Fall irgendwo rumstehen. Dann nehmen wir doch den Kollegen mal und schmeißen den da rein. Was haben wir hier noch? Unterhaltskosten plus 10 Reichweite von Wirtshäuser. Hm. Brauche ich das? Also wenn, dann schmeißen wir sowieso nur ab episch hier rein, würde ich sagen. Drunter gar nicht mehr. Beeinflusst Polizeireviere, ja, ich habe halt kein Problem mit Aufständen oder dergleichen, überhaupt nicht. Ärzte plus 1, bringt es auch nicht wirklich. Brandgefahr, Krankheitsgefahr, okay, das ist schon nicht so schlecht, aber auch nicht, überzeugt mich jetzt auch nicht so wirklich. Dann nehmen wir lieber den Kollegen hier noch. Mehr Einkommen, mehr Zufriedenheit, warum nicht?
Und einfach bei Gelegenheit nochmal gezielt bessere Items für das Rathaus kaufen, weil ich glaube, da kann man schon noch deutlich mehr rausholen. Ich will gar nicht wissen, was in den anderen Rathäusern für Schrott drin steckt. Wo sind die anderen Rathäuser? Sehe ich die hier irgendwie auf die Schnelle? Hier steht noch eins. Hm. Ja, es sind jetzt nicht die schlechtesten Items, aber das kann man auch deutlich besser machen hier. Okay, dann schauen wir bei den Handelskammern nochmal kurz rein. Haben wir auch drei Stück auf der Insel, oder? Genau, drei Handelskammern. Wobei ich da schon auch ein paar Sachen gezielt platziert hatte. Und das sind immerhin epische Items. Negative Attraktivität minus 100, Siederei. Und da stehen auch jede Menge Siedereien hier drin, ne, die beeinflusst sind, oder? Sind das die... Ah, das sind die Metzgereien. Hm. War das vielleicht gar nicht so klug, was ich da gemacht habe? Das sind die Siedereien, kann das sein? Ja, genau. Okay, so viele sind das aber gar nicht hier im Einflussbereich. Sollte ich also auch nochmal überdenken. Also entweder alle Siedereien hier reinstellen oder einfach das Item wechseln. Was haben wir hier? Produktivität der Bäckerei. Also die gehen schon. Das sind immerhin epische Items. Was will er denn schon wieder? Er hat sich schon wieder hier irgendwo eingekauft. Vergiss es. Wir schauen übrigens gleich aus, sehe ich gerade. Ich dachte mir noch, irgendwo ja kennst du den Typen. Bis ich in den Spiegel geschaut habe. Wo sind wir denn? Ach, in Neugiesing. Okay. Also das geht eigentlich von den Items her. Dann kontrollieren wir gerade mal noch die anderen Handelskammern. Weil die stehen halt auch echt eng beieinander und überlappen sich. Oh, da ist aber... Also seltene Items, eiserne Werkglocke, haben wir da nichts Besseres. Produktivität plus 50. Beeinflusst. Oh, Glühbirnenfabrik und Phonographenfabrik. Das ist aber nicht schlecht. Wo stehen die? Sind die in irgendeinem Einflussgebiet von einer Handelskammer? Das wäre natürlich nicht so schlecht. Weil Glühbirnen sind auch immer mal wieder Mangelware. Glühbirnen sind zumindest mal hier und die sind doch beide komplett im Einfluss. Ach, und eine ist aus. Ja, das kann ja nicht gut gehen. Okay, das ist aber super. Was haben wir hier? Beeinflusst alle Produktions... Ja, okay, das bringt mir die Sache dann vielleicht ein bisschen durcheinander, wenn ich den rausnehme. Weniger Arbeitskräfte erforderlich. Den lasse ich erstmal drin, aber das hier, Holzfällerhütten, ach komm. Ja, das braucht wirklich kein Mensch. Dann schmeißen wir den hier mal rein. Liefert auch noch Elektrizität, nebenbei bemerkt. Ach, den meinte ich ja gar nicht. Moment mal. Minensteinbrüche. Genau, den hier meinte ich. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Cool. Nicht schlecht. Ah, den habe ich irgendwie mal bei einer Ausstellung bekommen. Unterhaltskosten plus 100 beeinflusst alle Produktionsgebäude. Explosionswahrscheinlichkeit plus 70 ist eigentlich gar nicht so geil. Das ist halt dieser Dynamo. Aber er hat halt Elektrizität geliefert. Aber da habe ich doch auch ein besseres Item. Und zwar den hier. Der liefert auch Elektrizität und senkt aber die Arbeitskraft. Okay, das ist gut. Oh, da ist jetzt ordentlich was dazugekommen. Okay, das ist gar nicht schlecht. So, wir schauen mal, was wir hier reinbekommen. Ein Betrüger, ja, der kann draußen bleiben. War auch ein Short-Item, ehrlich gesagt. Nichts unter episch. So, und eine Handelskammer haben wir noch. Ja, die werden wir auch noch schnell kontrollieren. Befindet sich hier drüben. Ja, würde ich mich auch ungern von trennen, aber der hat halt auch so einen negativen Einfluss. Haben wir da nicht noch irgendwas, was mir, Strom produziert. Attraktivität plus 5. Sektkellerei und Rumbrennerei. Ich habe halt relativ viele epische Sachen hier. Glashütte, Glühbirnenfabrik. Nee, 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 nee. Da schauen wir lieber nochmal. Also den würde ich ganz gerne noch ersetzen. Der ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Durch irgendein Item, was nicht so viel Malus hat. So, da ist auch wieder irgendwas im Eimer. Hochofen, den bauen wir auch mal wieder auf. Ich hatte doch, glaube ich, das Luftschiff hier schon hingeschickt. Dann soll der mal schnell hier ein bisschen shoppen gehen. Und zwar hätte ich gerne was für die Handelskammer, was mir Elektrizität liefert. Was ist das denn eigentlich hier? Schaut auch nett aus. Elektrizität für die Handel... Ich weiß halt nicht, ob der
Bleakworth, ob der der richtige ist für Handelskammer-Items. Für Schiffs-Items ist er auf jeden Fall super. Ich kenne keinen besseren. Aber ob man da jetzt was für die Handelskammer bekommen? Ich meine, er hat schon welche, definitiv. Aber es sollte schon nach Möglichkeit natürlich legendär sein. So, Produktivität plus 50, Schreinereien und Fensterfabrik. Ist nicht so der Hammer. Wobei Fensterfabrik ist schon okay, den kaufen wir mal. Und er liefert halt Elektrizität. Das tun wahrscheinlich alle legendären Handelskammer-Items. Kann das sein? Alle Produktionsgebäude minus 40 Arbeitskraft. Baukosten minus 30 ist natürlich auch nicht so schlecht. Ja, kaufen wir einen legendären Hafenkran noch mit dazu. Dann können wir noch zwei kaufen, dann hätte ich gerne aber trotzdem jetzt nochmal was für die Handelskammer. Und zwar legendär. Metzgerei. Plus 50 Produktivität. Verarbeitet Schweine. Nein, statt Schweinen Rindfleisch. Nee, das will ich auf gar keinen Fall. Was haben wir hier? Hafenmeisterei. Nee. Nee. Produktivität. Das ist aber für die Goldschmiede. Perlen minus 1%. Produktivität plus 50. Ja. Zusatzwaren, das ist natürlich nicht so schlecht. Aber ist auch nicht das, was ich suche. Das ist natürlich, wenn man gezielt sucht, ist natürlich schwierig. Salpeterwerke, Quarzgrube, Zementmine, nein. Siederei. Schiff unter Beschuss. Was man natürlich auch nochmal schnell checken könnten. Wir schauen nochmal gerade die anderen Händler durch. Die waren halt für Schiffe immer nicht so geeignet und nur darauf habe ich geachtet. Aber vielleicht haben die ja trotzdem, vielleicht haben die coole Items für... Ja, sieh mal einer an. Poncho-Weberei, Hutmacherei. Das wäre dann also eher für die neue Welt geeignet. Produktivität plus 50. Bei der Uhrenwerkstatt. Ah, ist nicht so verkehrt. Vielleicht sollte ich hier nochmal gerade vorbeischippern. Ich glaube, das macht schon Sinn. Schauen wir lieber hier nochmal vorbei. Und hier schauen wir auch nochmal kurz vorbei bei Madame Kahina, was die so im Repertoire hat. Wobei, die hat ja eher so die Zoo-Geschichten, ne? Und davon auch wirklich gute Sachen. Aber ich glaube, für Handelskammer und Co. Naja, wobei. Auch nicht so schlecht. Habe ich halt noch nie darauf geachtet. Aber das ist auch Poncho-Weberei und Hutmacherei. Die Menschen lassen sie hochleben. Nee, zu dem Kollegen hier werden wir gerade nochmal kurz schippern und zwei Items holen. Und dann passt das schon. So, den Kram brechen wir mal ab. Irgendwo hat doch schon, ist doch schon wieder... Nee, das haben wir schon korrigiert. Gut. Schiffe. Angegriffene Schiffe. Ich muss mich da einfach gar nicht mehr drum kümmern. Mir kann aber nichts passieren hier. Von der Piratin geht null Gefahr aus. Was ist denn eigentlich mit der Insel, die ich freigegeben habe? Wieso will die keiner? Ist ihm wohl nicht gut genug. Schade eigentlich. Aber der Malching hat sich jetzt eh schon ein bisschen weiter ausgedehnt. Schauen wir doch mal, machen wir mal eine Bestandsaufnahme bei dem. Ist aber immer noch nicht wirklich über Arbeiterklasse hinausgekommen, ne? Obwohl er hier jetzt schon mittlerweile drei Inseln hat. Echt viel. Ah, doch, Moment mal. Hier hat er sich ein bisschen weiter aufgelevelt. Dann hat er hier mittlerweile auch schon Ingenieure. Okay, das, ja, das läuft doch bei ihm, oder? Das passt schon. Hier drüben hat er auch noch eine Insel. Und ich glaube, in der neuen Welt auch, oder? Weil sonst hätte er, glaube ich, normal... Also theoretisch hätte er, dürfte er gar nicht die Dingsbums haben. Die notwendige Versorgung, um die Bedürfnisse zu erfüllen von den höheren Klassen, die er jetzt hat. Ja, hier Flamingo. Was baut er denn da also alles an? Okay, Rum und Kaffee wird er hier wahrscheinlich auch irgendwo produzieren. Naja, okay, gut. Läuft also bei ihm. Na gut, wir handeln nochmal hier kurz. Schau mal, dass wir noch ein paar vernünftige Items bekommen. Produktivität, Uhrenwerkstatt, ja, das ist nicht so verkehrt. Das ist halt ein Luxusgut. Und da plus 50 Produktivität, da sage ich echt nicht nein. Museum, schaut cool aus.
Aber nicht das, was ich suche. Ich hätte gerne noch irgendwas, was mir Elektrizität spendiert. Das ist alles fürs Rathaus. Die habe ich schon. Handelskammer, Produktivität, Hochrad... Ah, das ist aber auch gut. Dampfwagen, Nähmaschinen, Hochradhalle. Den nehmen wir noch mit. Der lohnt sich auf jeden Fall auch. So, und dann werde ich die Sachen hier noch austauschen. Mache ich allerdings während eurer Abwesenheit. Will ich nicht mit demselben Kram hier 500 Mal langweilen. Wir schauen stattdessen nochmal als kleinen Ausblick, weil das ist ja schon mein Ziel, dass ich hier endlich mal wieder weitermachen kann. Also langsam aber sicher. Sollte das auch funktionieren, bis auf Kleinigkeiten. Okay, Schmuck, da muss ich nachbessern. Und dann eben nochmal eine Handelsroute einrichten, um hier den weiteren Kaffee und Rum hinzutransportieren. Wobei hat sich das vielleicht auch schon eingependelt, weil ich habe ja auch direkt Routen, die Rum und Kaffee und Schokolade aus der neuen Welt abholen. Und nachdem ich dort die ganze Produktion so hochgefahren habe, hat sich das vielleicht eh schon erledigt. Ja, wobei Rum ist noch ein Problem. Rum ist ein Problem. Wie schaut es mit Kaffee aus? Ist auch ein Problem. Ja, okay, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal eine weitere Handelsroute, die den ganzen Kram hier hinliefert. Zigarren ebenso. Okay, das hatte ich total übersehen. Und Schokolade. Ja, gut. Dann muss ich hier einfach wieder mehr Zeug hintransportieren. Schiff unter Beschuss. Aber die Grundlagen dafür habe ich ja geschaffen. Also, da sollten wir dann auch demnächst weitermachen können. Wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge, aber... Sagen wir mal, zeitnah sollte das schon funktionieren. So. Irgendwas wollte ich gerade noch, bevor wir hier Feierabend machen. Den noch ausladen. Ach ja, schauen, wie es um... die Fleischkonserven bestellt ist. Weil Paprika haben wir jetzt wieder mehr als genug da. Rindfleisch ist genügend da. Okay, es mangelt am Gulasch, das Zwischenprodukt. Deswegen. Klar, logisch. Weil das setzt sich ja aus Rindfleisch und Paprika zusammen, logischerweise. Ja, ein kleines Dankeschön für dann bauen wir davon noch was hin. Beziehungsweise, es könnte natürlich auch sein, dass ich irgendeine Gulaschfabrik abgestellt habe. Macht aber nicht den Eindruck. Ist natürlich auch ungünstig, die so verteilt zu haben. Aber gut, ist jetzt auch nicht zu ändern. Wo haben wir denn noch Platz überhaupt hier? An Platz habe ich gar nicht gedacht. Das ist natürlich schon relativ eng mittlerweile. Aber okay, so Köhlerei und sowas kann ich auslagern. Habe ich sowieso schon massiv ausgelagert. Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Kohlevorräte, die müssten sich doch... Ja, die sind ja... Bis unter das Dach stapelt sich die Kohle. Dann reißen wir den Köhler mal ab hier und bauen stattdessen hier nochmal zwei Gulasch. Fabriken bzw. Großküchen hin. Da ist irgendwie so ein bisschen Grünzeug im Weg. Einmal hier, einmal da. Da sagt die Zeitung, Krieg erklärt. Achso, das war die Geschichte mit, was war das? Der Pirat, genau. Und Tortillas, okay. Da habe ich auch überhaupt nicht drauf geachtet. Na gut, wir veröffentlichen. Sind ja eine ehrliche Haut. Okay, dann sollte das auf jeden Fall erstmal wieder passen hier. Daraus sollte sich dann genügend Büchsenfraß ergeben, hoffe ich doch. Und dabei belassen wir es auch erstmal. Ich werde off-camera noch mal ein bisschen weitermachen, weil es geht mir jetzt auch langsam aber sicher auf den Sack, das alles aufzunehmen, diese ganzen kleinen Verbesserungs- und Optimierungssachen und ständig wieder Warenketten von Grund aus noch mal zu erneuern und auszubauen und so weiter. Ich schau mal, dass wir irgendwie in der nächsten Folge einigermaßen handlungsfähig sind und eine der Städte noch mal ausbauen können. Also am liebsten halt Crown Falls, da würde ich gerne weitermachen. Aber ich hatte es ja auch schon mal, glaube ich, angesprochen. Ich würde gerne noch mal irgendeine andere Insel mir schnappen und da halt noch mal eine Stadt draufstellen. Also nicht nur so ein kleines Dorf, sondern sowas halt noch mal wesentlich größer aufziehen. Und vielleicht sogar, ich hatte doch bei der Hauptinsel hier drüben, ich weiß nicht aus welchem Grund auch immer, aber hier dieses Roykadam ist irgendwie, finde ich, nett so als kleinen Ferienstützpunkt. Also da halt nochmal so ein kleines Städtchen irgendwie hinzubauen. Ich meine, recht viel mehr kriegt man da sowieso nicht unter, aber irgendwie hat eine nette Form, diese Insel. Und ist auch direkt hier gegenüber der Hauptinsel. Also das nochmal irgendwie so ein bisschen zu besiedeln mit irgendwas Netten wäre schon irgendwie eine ganz coole Nummer. Irgendwie sowas in der Richtung. Mal schauen, wir werden auf jeden Fall irgendwie Richtung Insel besiedeln gehen oder eben Stadt ausbauen in der nächsten Folge. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.